In diesem Video konstruieren wir zusammen und Schritt für Schritt eine Art Flansch. Und zwar ist das ein Verbindungsstück zwischen einem Rohr und einem Sechskant. Und ich habe zwischendurch auch noch so eine Art Warmstruktur mit rein extrudiert, also quasi so ein Guckgitter, wo man dann in diesen Flansch reingucken kann. Und da in den Kommentaren unter dem letzten Video relativ häufig stand, druck doch mal das Teil aus, was wir zusammen konstruieren, habe ich es diesmal auch gemacht. Und obwohl sich das Teil nicht so gut hat ausdrucken lassen, habe ich es doch irgendwie hinbekommen. Aber die Nahaufnahme von diesem Teil zeige ich euch erst, wenn wir mit dem eigentlichen Konstruieren fertig sind. Ja, ich würde sagen, wir wechseln einfach mal rüber an den Laptop und fangen an, das ganze Teil zusammen zu konstruieren. Holt euch einfach was zu trinken, genießt das Video und ihr könnt Schritt für Schritt einfach mitmachen. So, wir sind jetzt hier also an meinem Laptop angekommen und ich habe Fusion 360 auch schon aufgemacht. Das hier ist die fertige Datei, die wir jetzt gleich zusammen nochmal von Grund auf konstruieren werden. Und ich habe hier, also vorweg, der Sinn dieses ganzen Bauteiles ist natürlich jetzt nicht sonderlich groß, aber es soll einfach nur verdeutlichen, wie man jetzt diese einzelnen Geometrien an das eigentliche Bauteil oder wie man diese einzelnen Geometrien jetzt herstellt. So, ich habe mir jetzt hier oben, da klickt ihr hier oben rechts auf das Plus, neue Konstruktion, das habe ich schon gemacht, deswegen habe ich hier oben den Tab unbenannt. Das ist jetzt unser neues Bauteil, was wir hier erstellen und wir starten wieder komplett blank und haben hier noch nichts erstellt quasi. Ich gehe jetzt hier oben auf Basiselement Volumenkörper. Hier oben links und wähle mir jetzt meine oder erstelle mir jetzt meine erste Skizze, da drücke ich drauf und dann wähle ich mir hier diese Ebene, klicke da einfach drauf, zack, so und zeichne mir jetzt hier meine allererste Skizze. Ich gucke ab und zu mal hier auf meinen Schreibtisch, ich habe mir hier aufgeschrieben, welche Maße ich ungefähr genommen habe für dieses erste Bauteil, was ich euch gerade gezeigt habe, damit ich das ungefähr genauso hinkriege wie auch in der Übungsdatei. Seid mir nicht böse, wenn es irgendwo ein paar Millimeter vielleicht abweicht, das Prinzip wird absolut das gleiche bleiben. So, hier habe ich zum Beispiel genommen 100 mm. So, das ist jetzt quasi das Verbindungsstück, was später an das Rohr rangehen soll. So, wir haben jetzt unseren Kreis erstellt mit 100 mm und wir sind damit auch schon fertig mit dem Kreis. Mehr ist es gar nicht. Da drücken wir einfach auf OK. Skizze fertiggestellt. Und jetzt sehen wir hier, schwebt dieser Kreis in der Luft. Oben in Z ziemlich hoch. Das ist quasi unser erster Ausgangspunkt. Hier kommt später unser Rohr ran. Und wir haben auf der linken Seite unsere Skizze hier erstellt. Skizze 1. Die können wir einmal zweifach anklicken. Jetzt können wir sie noch umbenennen und wir nennen das Ganze jetzt einfach mal Rohr. So, dann wissen wir gleich, was das ist. Und das hat er natürlich nicht machen wollen. Machen wir es nochmal. Gut. Er hat momentan keine Lust, das Ganze umzubenennen. Gucken wir mal, ob das später noch in dem Video funktioniert. Warum das jetzt gerade nicht geht, weiß ich leider nicht. Jetzt drücke ich hier oben wieder auf Skizze erstellen. Und wir erstellen unsere zweite Skizze. Und die werde ich jetzt hier unten auf diese Ebene unten legen. Da drücke ich jetzt hier einfach mit der Maus unten drauf. Zack. So. Und jetzt machen wir diesen Vierkant, den wir gerade gesehen haben. Und zwar gehen wir da auf Mittelpunkt Rechteck, klicken wir hier oben die Funktion an und jetzt müssen wir bestimmen, wo quasi dieser Mittelpunkt von diesem Verbindungsstück sein soll. Was das genau ist, zeige ich euch gleich, nicht wundern, das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären. Wir machen es erstmal und danach seht ihr genau, warum ich das jetzt hier mache. So, die Maße von diesem Teil oder von diesem Vierkant waren 40. Ich gebe jetzt einfach hier unten 40 ein, 40, dann drücke ich Tab. Tab und gebe jetzt hier das nächste Maß ein, das waren 180. So, und jetzt drücke ich Enter. Zack, damit ist unsere zweite Skizze erstellt und ich drücke hier oben wieder auf Skizze fertigstellen. Zack, unsere zweite Skizze hat sich hier abgespeichert im Ordner Skizzen und da wir hier oben links auch beide Lampen aktiviert haben, sehen wir jetzt auch beide Skizzen. Wenn wir die Lampe ein- und ausstellen, sehen wir die wieder nicht. So, okay. Dann würde ich sagen, machen wir doch jetzt allererstes mal die erste Verbindung. Oder nee, wir machen erst die dritte Skizze zusammen und dann verbinden wir das Ganze miteinander. Wir gehen zuallererst hier oben auf Versatzebene, denn die Skizze soll ja in eine andere Ebene versetzt werden. Das heißt, wir drücken hier oben auf Konstruieren, Versatzebene, so. Wählen uns jetzt hier diese Ebene an, von der wir das Ganze versetzen möchten. Zack, da drücken wir einmal drauf. Und jetzt versetzen wir das so weit nach unten, wie wir es möchten. Gucken wir mal, wir drehen das Ganze. Ich drücke jetzt hier immer Shift und dann drehe ich mir das Ganze, damit ich so ein bisschen im Gefühl habe, wo das Ganze am Ende landet. Und wir gehen einfach mal minus 100 mm nach unten. Hier oben verstellen wir gar nichts. Ebene 1, Abstand minus 100 mm und drücken auf OK. So, und jetzt sehen wir, haben wir hier oben so eine Versatzebene, die ist ein bisschen weiter unten als unsere Nullebene. So, und auf diese Ebene setzen wir jetzt unsere nächste Skizze. Drücken wir jetzt hier wieder auf Basiselement Volumenkörper, auf Skizze erstellen. Und wählen uns jetzt hier diese Ebene aus. Mit der Maus einfach rübergehen. Zack. Jetzt wird die nächste Skizze in dieser Ebene quasi erstellt. Wenn uns das jetzt hier verwirren sollte, können wir hier einfach auch sagen, Mensch, Skizze 1 und 2 wollen wir nicht sehen. Dann können wir die hier einfach ausblenden über dieses Symbol. Zack, zack. Ich lasse das jetzt erstmal drin.
Und hier zeichne ich mir jetzt meinen Sechskant rein. Dafür gehe ich hier oben auf Erstellen und dann auf Polygon und auf Polygon außen. So, und jetzt setze ich den mir ungefähr, wo möchte ich ihn haben? Machen wir einfach mal hier. Ziehen den dann nach außen und ich habe mir wieder auf meinen Schreibtisch raufgespickt, dass das ganze Ding 40 mm war in der Übungsdatei. So, wir können jetzt hier verfahren oder wir können jetzt natürlich auch hier eingeben 40. Wenn wir jetzt Tab drücken, können wir auch noch sagen, wie viele Ecken das ganze Ding haben soll. Also wenn ich jetzt hier Tab drücke und ich gebe jetzt hier mal 8 ein, zack, dann sehen wir, wird daraus ein Achteck. Oder wenn wir möchten, auch ein 100-Eck. Das ist natürlich Quatsch, das wird jetzt irgendwann zu einem Kreis, zumindest optisch vom Weiten. Aber nein, wir wollen natürlich ein Sechseck haben. So, und dann drücken wir einfach nur Enter. Zack, ist unsere dritte Skizze erstellt. So sieht das Ganze aus. Jetzt ist die nächste Frage, wie verbinden wir das Ganze miteinander? Und jetzt denkt man, oh, das könnte schwierig werden, aber ich beruhige euch wieder, das ist ganz einfach. Als allererstes schließen wir unsere Skizze wieder, Skizze fertigstellen, zack. So, damit sind unsere drei Skizzen jetzt fertiggestellt und was machen wir als nächstes? Wir müssen jetzt natürlich gucken, dass wir irgendwie hier diese kleinen Verbindungsenden quasi rankriegen, wo dann später das Rohr quasi eingeführt wird und hier unten, wo dieser Sechskant eingeführt wird. Dafür switchen wir wieder zurück in unsere Übungsdatei und jetzt wählen wir uns als allererstes hier oben mal diesen Kreis aus. So, den wähle ich an. Ich klicke ihn einfach an, ich bin ganz normal in der Oberfläche, ich habe nichts angewählt, nichts zum Bearbeiten. Ich klicke es einfach bloß an. Und drücke dann hier oben auf Extrusion und kann mir jetzt entweder mit diesem Pfeil das Ganze hier hin und her bewegen oder ich gebe einen absoluten Wert ein und kann jetzt hier eingeben minus 5. So, ist das, reicht das? Sieht ein bisschen wenig aus, geben wir ruhig mal minus 10 ein. Minus 10 und drücken dann auf Enter oder wir könnten jetzt hier rechts zum Beispiel auch einfach sagen auf OK. Wir möchten natürlich einen neuen Körper erstellen aus, zu einer Seite hin. Wir könnten jetzt hier auch, wenn wir möchten, zwei Seiten machen, dann könnten wir diesen Pfeil nehmen und zu dieser Seite noch ziehen, wollen wir aber nicht, zeige ich später nochmal in einem anderen Video, eine Seite und drücken auf OK. So, damit haben wir jetzt quasi dieses erste Verbindungsstück erstellt. Das gleiche machen wir jetzt hier unten einfach mit diesem Sechseck, das wählen wir auch wieder an, zack, raufgeklickt, drücken dann auf Extrusion, so, ich drehe das Ganze noch ein bisschen, diesmal nehmen wir einfach den Pfeil, so, minus 10, ach seht ihr, das rastet auch schon ein, wieder auf neuer Körper. Das lassen wir alles so, wie es hier oben steht und drücken auf OK. So, und das letzte machen wir natürlich auch nochmal für diesen Vierkant hier unten, auch wieder auf Basiselement Volumenkörper, Extrusion. Den können wir jetzt nach oben oder nach unten ziehen, je nachdem, wie wir es gerne hätten. Nehmen wir hier auch wieder 10 mm einfach. Die Einstellungen hier rechts bei Extrusion bleiben auch wieder gleich, drücken wir auf OK. So, damit haben wir unsere drei Körper erstmal erstellt und die möchten wir jetzt gerne miteinander verbinden. Und zwar so, dass das später so wie in dieser Übungsdatei aussieht. Jetzt sieht erstmal super kompliziert aus, aber ich kann euch beruhigen, das ist super einfach, das ist wirklich nicht schwierig. Wir wechseln also wieder in unsere Übungsdatei und wir sind hier oben in Basiselement Volumenkörper wieder, drücken auf Erstellen und dann nutzen wir das Tool Erhebung. Das klicken wir einfach an und jetzt öffnet sich dieses Fenster hier und wir werden gefragt, was möchten wir denn eigentlich machen? So, erstmal fragt er uns das Profil. Welches Profil möchten wir denn nehmen und erheben? Und wir möchten natürlich das Profil hier erheben, wo unser Rohr später angesetzt wird. Das heißt, wir drücken hier auf diese Fläche rauf. So, das ist unser Profil 1. Und als nächstes möchten wir das verbinden mit diesem Profil. Zack. Oh, und jetzt seht ihr auch schon, was passiert ist. Er hat uns diese beiden Profile einfach miteinander verbunden und daraus einen neuen Körper erstellt. Also könnten wir jetzt theoretisch, wir könnten jetzt hier einen neuen Körper erstellen. Aber nein, wir möchten das Ganze natürlich verbinden. So, den Führungstyp haben wir hier angewählt mit Verlaufsführung. Hier brauchen wir gar nichts weiter machen. Wir drücken einfach nur auf OK. So, damit ist der Körper auch schon erstellt. Und jetzt fragt euch wahrscheinlich, wie geht das hier unten? Ja, es geht natürlich genau gleich. Das heißt, wir drücken hier wieder auf Erhebung und spielen das Spiel einfach nochmal von vorne, wählen uns hier diese Fläche an bei Profil 1 und wählen als nächstes hier unten diesen Sechskant an. Zack. Und dann sieht das Ganze so hier aus. Und jetzt sieht man auch schon, die Einstellung bleibt natürlich gleich, dass ich nicht ganz so rauskomme mit meinem Bauteil wie in meiner Übungsdatei. Aber ihr seht schon, das Prinzip bleibt eigentlich dasselbe. Jetzt können wir aber eines machen, um das so ein bisschen zu verbessern, noch die Optik. Und zwar, wir haben ja hier unten diese Zeitleiste, unten links, wo wir genau sehen, was wir gemacht haben. Das heißt, wenn ich jetzt hier eingreife, ich könnte mir jetzt nämlich zum Beispiel diesen Klotz, der ist jetzt viel zu weit unten. Ich möchte jetzt, dass der höher ist. Jetzt könnte ich natürlich alles rückgängig machen und auch mal von vorne machen. Aber nein, ich weiß ja, dass das
die Skizze 2 war. Wenn ich jetzt mit der Maus hier rüber gehe, erscheint Skizze 2. Jetzt wollte ich schon wieder aufs Display zeigen mit dem Finger. Und ich mache jetzt einfach einen Doppelklick auf diese Skizze. So. Und jetzt könnte ich hier zum Beispiel die Maße verändern. Sagen wir mal, ich möchte das hier ein bisschen kleiner machen. Dann könnte ich jetzt hier zum Beispiel eingeben 100. So, dann drücke ich Enter. Okay, dann ändert er die Skizze. Dann drücke ich auf Skizze fertigstellen. Und er verändert jetzt quasi diesen Körper und den kompletten Ablauf, der danach passiert ist, den ändert er mit. Das heißt, er verbindet uns jetzt diese neue Skizze mit diesem Pfad quasi. Kann man machen, muss man nicht. Wir lassen es jetzt einfach so, wie es ist. Auch wenn es nicht 100% genau gleich aussieht wie in meiner Übungsdatei. So, okay. Dann ist das ganze Ding ja jetzt noch geschlossen und ein fester Körper. Das heißt, das Ding ist noch nicht hohl, wir könnten jetzt hier nichts durchfließen lassen. Und da kommen wir auch schon zu unserem nächsten Tool, um das ganze Ding jetzt hohl zu machen. Da wähle ich mir jetzt hier an Ändern. Wir sind hier wieder in Basiselement Volumenkörper und nutzen die Funktion Schale. Da drücken wir einmal drauf. Und jetzt werden wir gefragt, was möchten wir denn machen? Wir möchten eine Schale erstellen, und zwar Flächenkörper. Er fragt uns also, was möchten wir denn anwählen? Und wir wählen uns hier oben einmal diese Öffnung an. Und wir wählen uns hier unten diese Öffnung an. Zack, so, das ist jetzt angewählt und auch blau hinterlegt. Und jetzt fragt er uns als nächstes, hier über dieses Fenster, innere Dicke, wie dick soll denn diese ganze Wandung überhaupt werden? Und da geben wir jetzt einfach mal ein, wir hätten die Wandung gerne in 1 mm. So, da drücken wir auf und jetzt sehen wir schon, oh yeah, das ganze Ding ist jetzt hohl. 1 mm, ja, ist ganz schön dünne. Machen wir es mal auf 1,5, ist wahrscheinlich ein bisschen schöner. So. Jetzt macht er uns die komplette Wandlung in diesem Bauteil auf 1,5 mm. Wir könnten jetzt auch sagen, wir möchten das ganze Ding aber nicht nach innen quasi aushöhlen, sondern die Richtung soll nach außen sein. Dann drücken wir nach außen, wählen hier wieder 1,5 mm an, 1,5. Und jetzt würde er das Ganze quasi nach außen hin verdicken. Sieht jetzt nicht groß aus, der Unterschied, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Wir machen es aber nach innen, so. Und drücken dann, wenn wir fertig sind, einfach hier auf OK. So, damit ist unser Grundkörper, auch wenn er jetzt wirklich nicht so schön aussieht wie in dieser Übung hier. Ihr wisst aber, was ich meine, diese Ebene ist einfach nur in einer anderen Höhe. Das Prinzip ist absolut das gleiche. So, jetzt als nächstes wollen wir hier diese Wabenstruktur in dem Bauteil drin haben. Sieht auch erstmal auf den ersten Blick super kompliziert aus, ist es aber auch wieder nicht. Um diese Wabenstruktur jetzt hier einzukonstruieren, wählen wir einfach wieder die Option Skizze erstellen und klicken dann als nächstes diese Fläche hier aus, denn in diese möchten wir jetzt gleich komplett unsere Wabenstruktur rein extrudieren. Da drücken wir einmal drauf und das Bauteil richtet sich auch schon dementsprechend aus. Ich zoome jetzt hier mal so ein bisschen ran. So, und hier möchten wir jetzt unsere Wabenstruktur reinhaben. Was ich als allererstes mache ist, ich projiziere mir jetzt diese Ebenen, ihr werdet gleich verstehen, was ich meine, in meine Skizze rein. Und zwar gehe ich hier auf Erstellen, dann hier unten auf Projizieren und dann auf Projizieren. Man könnte hier, wie gesagt, auch wieder P drücken. Ich mache es jetzt so, damit ihr es seht, Projizieren. Und jetzt projiziere ich mir diese Kontur und diese Kontur. Die wähle ich einfach an. Hier oben fragt er mich nämlich, welche Geometrien möchte ich anwählen und drücke dann hier auf OK. So, und jetzt seht ihr, haben wir uns diese Geometrie in unsere Skizze rein projiziert. Wenn ich das Ganze jetzt mal drehe, dann seht ihr schon, ach, guck mal, ist jetzt einfach dieses 3D-Konstrukt ist jetzt in die 2D-Ebene reingeschoben worden. So, warum mache ich das Ganze? Und zwar mache ich das, weil ich mir jetzt diese Kontur gerne versetzen möchte. Dafür drücke ich hier oben in Tab Skizze, wir sind ja immer noch in der Skizze, auf Versatz. Und jetzt muss ich mir diese Skizze anwählen und möchte diese gerne versetzen nach innen. Erstmal wähle ich hier oben aus, dass ich die Kette nicht aktiviert haben möchte, denn ihr seht schon, wenn ich die aktiviert habe, wählt ihr mir jetzt immer diese komplette einzelne Kontur an, die ich ausgewählt habe. So, einmal den mittleren Kasten, das wird jetzt blau. Einmal den äußeren oder den äußeren und das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte diese einzelnen Linien auch einzeln anwählen können. Das heißt, ich mache hier die Kette aus, drücke da drauf, der Pfeil ist weg und jetzt kann ich mir diese Linien einzeln anwählen. So, jetzt gehe ich hier rauf, wähle mir die an. So, dann wähle ich mir, hier sieht man, da muss man aufpassen, das ist jetzt zum Beispiel eine ganz kleine Linie hier, die wähle ich mir an. Und jetzt gehe ich hier einmal ringsherum um diese Ebene. Klick das an, gehe jetzt hier einmal ringsherum, bis ich diesen
Kasten angewählt habe. So, und jetzt kann ich hier über diesen Schieberegler, kann ich mir diese Kontur versetzen, so wie ich es möchte. Ich sage einfach mal, wir versetzen uns das ganze Ding einfach mal um minus 8 mm nach innen. So, und jetzt drücken wir einfach auf OK, zack. Und uns wurde diese Kontur um 8 mm nach innen versetzt. Ja, easy. So, als nächstes möchten wir jetzt unsere Warmstruktur hier reinkriegen. Und dafür gehen wir hier oben auf Erstellen und dann auf Polygon. Und wir wählen das Polygon außen an. So, jetzt wundert euch nicht, jetzt passiert etwas, was ich am Anfang auch nicht ganz verstanden habe. Aber ihr werdet gleich sehen, warum ich das tue. Ich gehe jetzt hier relativ weit nach unten von meiner Skizze und scrolle mich hier unten hin. Und zeichne jetzt hier einfach mein Polygon rein, so wie wir es am Anfang auch schon gemacht haben. Und jetzt gucke ich wieder auf meinen Spickzettel. Das kleine Polygon war 20 mm groß. Also gebe ich hier 1,20. Und die Ecken sind wieder 6. Da ändere ich nichts dran in dem zweiten Feld. So, und drücke einmal Enter. So. Als nächstes nehmen wir hier oben unter dem Tab Skizze, wir sind ja immer noch in unserer Skizze, nehme ich mir das Linientool und zeichne mir jetzt hier vom Mittelpunkt aus eine Linie zum Mittelpunkt von einer der Seiten des Sechseckes. Und das sehen wir daran, dass jetzt hier, ich mache es nochmal, ein kleines Dreieck erscheint. Zack, da, wir sind genau in der Mitte angekommen und jetzt drücken wir einmal die Linie an. Das gleiche machen wir auf der linken Seite auch nochmal. Ich gehe hier wieder auf eine der Seiten, gehe nach unten und zack, es rastet ein. Das heißt, wir sind auf dem Mittelpunkt von dieser Linie hier angekommen, zeichnen dort dann unsere Linie rein. So, warum wir das Ganze machen, das werdet ihr jetzt im nächsten Schritt verstehen. Wir machen jetzt hier nämlich Erstellen. Dann gehen wir auf rechteckige Anordnung. Dieses Tool wählen wir aus. So, und jetzt fragt er uns, was möchten wir denn gerne versetzen, welches Objekt. Und das Objekt, was wir gerne versetzen möchten, ist dieses Sechseck. Dafür wähle ich mir alle sechs Ecken an. Man könnte jetzt auch einen Doppelklick drauf machen, mache ich aber nicht. Ich wähle alle einzeln an. Und er fragt uns als nächstes, in welche Richtung möchten wir dieses Objekt, was wir jetzt angewählt haben, versetzen. Dafür klicke ich hier rauf, auf Auswählen. Und dann wähle ich mir diese beiden Linien an, die ich mir gerade erstellt habe. Einmal diese und einmal diese. So, das sind nämlich die Richtungen, in die wir das Ganze gleich versetzen möchten. Und die nächste Frage, die er uns stellt, ist erstmal, wie viele? Das wissen wir noch nicht, das müssen wir gleich ausprobieren, aber wir wissen schon, oder wir können ausprobieren, um wie viel Millimeter wir das Ganze versetzen möchten. Jetzt gebe ich einfach mal einen Testwert ein, 20. So, 20 sehen wir schon, ist viel zu wenig. Können wir ruhig das Vierfache eingeben, sagen wir mal 80. 80 ist auch noch zu wenig. Also gehen wir hoch auf 100. Ah, das sieht gut aus, 100 können wir nehmen. So, jetzt haben wir dieses Dreieck quasi versetzt, dreimal. Mit dem Abstand von jeweils 100. Das sind natürlich viel zu wenige noch. Das heißt, wir drücken hier einfach erstmal hoch. Wir gehen hoch, sagen wir mal, auf 20. Mit der Pfeiltaste können wir einfach nach oben drücken. Und jetzt sehen wir schon, sind die Dinger wieder viel zu dicht aneinander gerückt. Das heißt, wir geben jetzt hier einfach mal testweise 400 ein. Das ist jetzt ein bisschen frickelig. Man muss es hier einfach ein bisschen ausprobieren, mit diesen Werten zu spielen. 400 ist auch noch zu wenig. Das heißt, wir geben jetzt hier einfach mal 600 ein. Ist immer noch zu wenig. Da können wir mit der Anzahl wieder runtergehen. Das ist ja, wie gesagt, einfach so ein bisschen ausprobieren jetzt hier. Aber es macht auch ein bisschen Spaß, muss ich sagen. So, also wir haben jetzt hier 13 und 600. Jetzt haben wir diese Seite fertig. Und jetzt wählen wir uns diesen Pfeil an. Wir klicken jetzt hier quasi einfach nur auf diesen Pfeil rauf. Zack, jetzt fragt er uns nämlich, wie oft möchten wir dieses Objekt nach links versetzen. So, jetzt habe ich mir natürlich nicht die Werte von dem ersten gemerkt. Da müssen wir natürlich denselben eingeben. Das heißt, ich gehe nochmal auf diesen Pfeil, klick. Habe eingegeben 613, sehe ich hier rechts. Okay, 613. Das gleiche gebe ich jetzt hier ein. 600. Und als nächstes gebe ich ein, wo ist mein Feld? Wo ist mein Feld? Menge hier, 13. Ha, und seht ihr, was jetzt passiert ist? Jetzt hat er uns diese Warmstruktur komplett über diese Fläche rübergesetzt. So, damit hätten wir unsere Warmstruktur auch schon drin. Hätten wir jetzt dieses erste Sechseck nämlich zu weit nach oben gesetzt, dann hätte das nicht funktioniert, dann hätte er diese Fläche nicht komplett über unser Bauteil rüber genetzt quasi. Ja, fertig. Jetzt drücke ich hier auf OK. Okay. Jetzt rechnet der Rechner ein bisschen. Er braucht nämlich ein bisschen, wenn er das so oft hier multipliziert. So, alles, was ihr jetzt hier ausseht, brauchen wir nicht. Wir brauchen nur dieses Warmmuster jetzt quasi innerhalb dieser versetzten Kontur, die wir gerade erstellt haben. Und jetzt kommt der schöne Teil. Jetzt wählen wir uns hier einfach alle
Teile an, die wir extrudieren möchten. Dafür gehen wir jetzt erstmal auf Skizze fertigstellen. So, wir sehen jetzt unsere Skizze noch. Falls die Skizze jetzt weg sein sollte, geht ihr hier einfach in diesen Ordner Skizzen und macht jetzt hier diese Lampe an und aus. Und jetzt sagen wir ihm, wir möchten gerne extrudieren. Basiselement Volumenkörper wieder als Tab. Wieder, was möchten wir extrudieren? Und jetzt wählen wir uns alles an, was wir gleich nach unten ziehen möchten. So, und zwar das, das, das. So, ich habe jetzt quasi alles angeklickt, was gleich unser Waben oder also unsere Wabenextrusion sein soll. Und das Ganze ziehe ich mir jetzt entweder über diese über diesen Pfeil wieder nach unten oder ich gebe einen Absolutwert ein. Ich ziehe immer ganz gerne am Anfang erstmal nur. So. Jetzt haben wir das quasi nach unten gezogen und in der Seitenansicht sehen wir schon, dass das Ganze jetzt in unseren Körper rein extrudiert wurde. Das sieht man gleich ein bisschen besser, wenn ich jetzt auf OK drücke. Also wie gesagt, das sind jetzt minus 20 mm. Ich habe das einfach mit diesem Pfeil nach unten gezogen. Hier rechts in dem Tab sind unsere angewählten Profilebenen. Das sind in dem Fall 18 Stück. Und wir möchten das Ganze ausschneiden. Natürlich nicht verbinden. Verbinden würde ganz anders aussehen. Dann würde das quasi so ein bisschen nach außen kommen. Das möchten wir natürlich nicht. Wir sagen ausschneiden. Und sagen OK. Und gucken uns das Ganze mal an. So. Sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Jetzt sehe ich aber zum Beispiel, hier ist ein Loch entstanden. Das heißt, wir sind wahrscheinlich ein bisschen zu weit nach unten gefahren mit der ganzen Extrusion. Das heißt, unten in der Zeitleiste tippe ich einfach einen Doppelklick auf diese Extrusion. Doppelklick, zack. Und dann kann ich diese Extrusion nochmal bearbeiten. 20 war anscheinend zu viel. Das heißt, ich gebe jetzt hier einfach mal einen anderen Wert ein. 18, hier muss man jetzt einfach so, oder minus 18, so lange spielen, bis man die Extrusion so tief gesetzt hat, dass man durchschneidet, aber nicht mehr in die Rückseite von dem eigentlichen Bauteil reinschneidet. Ihr seht es hier jetzt immer noch ein bisschen. Ich mach euch das jetzt nicht vor, weil ihr wisst, was ich meine. Da muss man jetzt einfach nur einen etwas kleineren Wert wählen. So, ich sehe so wie... Ach, seht ihr? Ich weiß, warum das passiert ist. Ich habe hier einen Fehler gemacht. Also nochmal ein Doppelklick auf unsere Extrusion. Doppelklick. Oder Rechtsklick und Element bearbeiten geht natürlich auch. Ich habe hier eine Fläche zu viel angewählt. Ja, die wähle ich mir natürlich wieder ab. Zack, das war zu viel und drücke auf OK. Und jetzt passt das auch. Oh, sieht das schön aus, oder? Ich würde sagen, ich habe unsere Übungsdatei fast getroffen von den Maßen her. So, okay, ja. Zum Schluss seht ihr, ich habe hier noch so ein paar kleine Schönheitskorrekturen gemacht, und zwar Radien und ein paar Phasen. Dafür wähle ich jetzt hier oben in meine Basiselement Volumenkörper einfach das Tool Abrunden an. Und jetzt klicke ich mir hier meine einzelnen Kanten an, die ich abrunden möchte. Kann jetzt hier sagen, und jetzt fragt er mich natürlich als erstes, was möchte ich machen. Zwei Kanten möchte ich abrunden. Jetzt ist hier 0 ausgewählt. 0 wäre natürlich nicht so schön. Wir wollen hier einen Radius dran haben, also geben wir mal 1 ein. Macht er nicht. 2. Möchte er auch nicht. Ach doch, macht er ja sogar. Sieht man nur nicht, weil es noch zu klein ist. Gehen wir mal 5 ein. Na, 5. 5 ist ihm zu viel. Da meckert er. Da kriegen wir hier unten eine Fehlermeldung. Ist wahrscheinlich so viel, dass wir schon das Teil zerschneiden würden. 3 ist ihm auch zu viel. Da muss man dann so ein bisschen rumprobieren. Ja, 2 macht er. Und wenn ich jetzt die STRG-Taste drücke, oder wie bei meinem Mac, ist das die Control-Taste, dann kann ich mir auch noch mehrere Kanten anwählen und dann halt auch dort die einzelnen Radien einfügen. Halt dort überall, wo ich das gerne dran hätte. Jetzt drehe ich mir das Teil wieder und drücke jetzt einfach so oft die Kanten an, bis ich alle ausgewählt habe, die ich dann später verrundet haben möchte. Dafür drücke ich immer wieder STRG, drehe mein Teil, lasse STRG wieder los und wähle mir dann so meine Kanten an. Ups, jetzt habe ich die Fläche angewählt, das will ich natürlich nicht. So. Okay. So, damit würde ich sagen, ist unser Teil auch schon fertig. Jetzt drücke ich einmal die Taste A. Dann öffnet sich hier unser Darstellungsfenster. Und jetzt könnten wir uns hier noch eine schöne Farbe reinziehen. So, zack. Ihr könnt jetzt hier, oder das sind meine Favoritenfarben. Ihr habt wahrscheinlich nur diese Darstellung hier. Ihr habt jetzt hier zum Beispiel, könntet ihr nehmen Metall. Öffnet einfach den Ordner Aluminium und zieht euch jetzt zum Beispiel hier Aluminium rein. Zack, so, jetzt habt ihr hier einen blauen Aluminiumkörper. Auch schick. Ja, vom Prinzip her ist das absolut das gleiche wie der Übungskörper, den ich hier erstellt hatte. Hier ist nur noch ein großer Radius dran, den habe ich jetzt mir hier bei der Übungsdatei gespeichert, aber ihr wisst ja, wie es geht. Ihr klickt jetzt hier einfach oben auf Radius ab oder abrunden, wählt dann die Kante an,
könntet euch jetzt hier auch noch einen Radius ranmeißeln quasi. Damit ist die Konstruktion auch schon am Ende und ihr habt gesehen, es war wieder gar nicht so schwer, wie ihr vielleicht am Anfang gedacht habt. Und ich kann immer nur wieder sagen, Übung macht den Meister, also setzt euch einfach an das Programm ran und probiert ein bisschen rum, spielt mit den Einstellungen. Genau so habe ich auch das alles gelernt, was ich euch jetzt quasi in diesen Videos zeige. Dieses Mal habe ich auf eurem Wunsch auch das Teil ausgedruckt und ich muss sagen, es war wirklich ein sehr fieses Bauteil zum Ausdrucken. Ich habe das auf dem Creality Ender 5 ausgedruckt, den ich in den nächsten Videos auch nochmal quasi so ein bisschen vorstellen werde. Und das Material, was ich hier genutzt hatte, ist von Extruder und zwar ist es hier ein Extruder Biofusion Blue Fire. Vielen Dank an Extruder, die mich hier so ein bisschen mit Filament eingedeckt haben. Sieht richtig klasse aus, die Farbe. Das ist so ein Samtblau, was so ein bisschen schimmert. Also sieht wirklich richtig schön aus. 100% sauber ist der Druck leider nicht geworden. Man hat hier und da so ein paar unschöne Stellen, aber für so ein fieses Bauteil, muss ich sagen, ist es doch von der Druckqualität meiner Meinung nach oder für meine Anforderungen relativ gut geworden. Ich hoffe, dir hat dieses Konstruktionsvideo gefallen. Wenn ja, dann gebt mir natürlich gerne einen Daumen nach oben. Schreibt auch gerne in die Kommentare unten rein, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, wenn ich irgendeinen Punkt vielleicht zu schnell angegangen bin, dann versuche ich das nochmal über die Kommentare so ein bisschen aufzufüllen. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast, für weitere Videos dieser Art. Und ja, dann sehe ich dich hoffentlich wie immer im nächsten Video.